Pressekonferenz starten. Einige Worte in eigener Sache. Ist diese regierungsunabhängige Organisation ein Instrument zur Prüfung einem erhöhten Informationsbedürfnis nach und erlauben die Übertragung unserer Pressekonferenz? Die Bundesregierung sind die Verhaftungen in Hongkong ein nächster Baustein in einer Reihe von sehr besorgniserregenden Entwicklungen in den letzten Monaten, die wir sehen. Die haben anderswo ihren völlig berechtigten Platz. Sie bestätigen auch unsere Befürchtung, muss man sagen, dass das Gesetz über die nationale Sicherheit zu einer Erosion von Basic Law für die Hongkongerinnen und Hongkonger garantierten Freiheiten, Rechte und der Rechtsstaatlichkeit führt. Pandemiebedingt arbeiten wir derzeit mit anderen. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die chinesische Regierung alles tun sollte zur Erhaltung ihrer Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen bezüglich Hongkongs. Guten Tag.